passiert eigentlich mit russischen Eisprinzessinnen, wenn es nicht mehr so gut läuft? Wegen der großen Konkurrenz sind sie dann gleich außerhalb von Russland nicht mehr zu sehen und es schaut aus, als wären sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Das stimmt natürlich nicht. Sie müssen dann nur wieder einen Schritt zurück machen. Sie treten einfach nur unter Russinnen in Russland an. Gleich drei von ihnen hat unser Eiskunstlauf-Experte Michael Schadow getroffen, und zwar beim Training für den Russland-Cup. Die Konkurrenz ist auf dem Cup nicht so stark wie die auf der russischen Meisterschaft. Dort geht es darum, wer ins Ausland fährt und hier nur ums Gewinnen unter denen, die es eben nicht geschafft haben. Drei echte Topläuferinnen waren trotzdem dabei. Aljona Leonova, Julia Lipnitskaya und Sarafima Sakhanovic. Wichtig ist so ein Wettkampf trotzdem, denn man kann immerhin in Russland zeigen, dass man immer noch besser ist als manch andere, die aus anderen Ländern auf die WM fahren. Die Chance haben alle drei genutzt und haben die ersten drei Plätze belegt. Aber man hat einfach gemerkt, dass es bei ihnen nicht ideal läuft. Sarafima hat im Kurzprogramm böse gepatzt und wurde nur Dritte durch eine super Kür. Bei Julia lief es dann in der Kür nicht so super. Aber trotzdem hatte die Konkurrenz keine Chance, sich zwischen die drei zu schieben. Und die Vierte hatte am Ende ungefähr 10 Punkte Abstand auf sie. Vor allem Julia und Sarafima können sich schnell wieder fangen. Dann können wir sie endlich mal wieder im Ausland sehen. Mehr Eiskunstlauf-Videos findet ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link. Tschüss, bis zum nächsten Mal!